Das Wetter hat heute die Open-Air-Faschingspartys nur ein bisschen ausgebremst. Der gumpige Donnerstag wird im Allgäu unbedingt hochgehalten. Natürlich vor allem von den Mädels, denn heute ist ja ihr Tag. Diese Tradition geht übrigens bis ins Mittelalter zurück. Es heißt, dass an diesem Tag die Nonnen natürlich inoffiziell ihre Klöster verlassen durften und ein paar Stunden Auszeit vom Klosterleben nehmen durften. Eine andere Variante ist, dass die Grundherren die ehrsamen Ehefrauen ihrer Kleinpächter alljährlich zu einem Mahl mit Tanz eingeladen haben, an dem einmal nur die Frauen feiern durften und der Grundherr natürlich. Ja, damit herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten und zu diesen Themen heute. Gumpiger Donnerstag. Seit 30 Jahren gibt es den Rathaussturm in Mindelheim. Höchste Ehrung, nein danke, warum eine Pfrontnerin das Bundesverdienstkreuz abgelehnt hat. Und Detektivspielen in den Bergen, die Oberstaufener Themenwanderwege laden genau dazu ein. Die Aussichten morgen bewölkt, meist ohne Regen, am Samstag mild und teils sonnig. Der Weiberfasching heute hat viele Namen, je nach Region, gumpiger, lumpiger oder schmutziger Donnerstag. Es gibt aber Dinge, die sind an diesem Tag fast überall gleich. Männern darf Mann oder Frau an die Krawatte gehen und kein Rathaus ist sicher. Die Faschingsvereine dürfen die Rathäuser stürmen. Das macht auch die Narrenzunft Dorahaufer in Mindelheim. Wie sich der Bürgermeister und sein Rathausteam beim Erfüllen der Aufgaben angestellt haben, sehen Sie selbst. Bunte Gesichter, stimmungsvolle Musik und farbenfrohe Kostüme. In Mindelheim ist heute einiges los. Die Narrenzunft Dorahaufer Mindelheim möchte anlässlich des gumpigen Donnerstags das Rathaus stürmen. Und jetzt gehen wir dann vor zum Rathaus. Wir haben immer seit vielen Jahren 10 Forderungen an die Stadt Mindelheim gestellt. Und die müssen sie halt versuchen, möglichst witzig umzusetzen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann natürlich gehört uns für den heutigen Rest des Tages das Rathaus. Dann stürmen wir das und das ist unser Ding. Denn beim gumpigen Donnerstag wollen Faschingsvereine aus den verschiedensten Ortschaften die Herrschaft im Rathaus übernehmen. Warum der gumpige Donnerstag aber genau so heißt, da gibt es wohl verschiedene Theorien. Das kommt von Gumpen, das ist ein altdeutsches Wort für Hüpfen. Und die Leute sind früher fröhlich gehüpft und hüpfen heute immer noch fröhlich. Und daher kommt der gumpige Donnerstag. Eigentlich ist es der lumpige Donnerstag und aus dem Sumpfigen ist in unserer Gegend der gumpige geworden. Gumpig, da ist lumpig. Was Lustiges. Was einfach nur lustig und verrückt ist. Zum Lachen bringen auch manche Aufgaben, die das Rathausteam heute erledigen muss. Beispielsweise gibt es einen singenden Tarzan oder die Rettung einer Meerjungfrau zu begutachten. Und dann müssen die Rathausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch eine VIP-Lounge bauen. Nicht für die Narren, sondern als Dank für das Team vom Bauhof, das am heutigen Tag mit Straßensperrungen und Ähnlichem jede Menge zu tun hat. Die jährlich wechselnden Aufgaben haben hier in Mindelheim am gumpigen Donnerstag lange Tradition. Anfang des 19. Jahrhunderts hat es eigentlich angefangen. Da haben dann Mitglieder vom Fußballverein haben dann irgendwann einmal diesen Turm hier verkleidet, der wo hinter uns ist, und haben den dann so verkleidet und dann haben sie gesagt, das schaut ja aus wie Hans Wurst. Und so ist eigentlich der Dorahaufer oder der Dorahansl entstanden. Und der Rathaussturm, ja, das ist halt einfach, das hat man irgendwann mal eingeführt. Man hat gesagt, das Rathaus, die Stadt muss sich auch daran beteiligen. Und ja, seitdem, die Stadt macht mit, der Bürgermeister macht mit, also auch die Mitarbeiter, die haben richtig Spaß dran. Und ja, seitdem machen wir diesen Rathaussturm. Es ist halt mittlerweile für uns ist Tradition. Was heuer neu ist, ist ein Bewertungssystem mit bunten Karten. Das Ampelsystem, das auf die Bundesregierung anspielt. Wir machen die sogenannte Ampel, weil die Ampel ist ja in aller Munde. Und 3 Mitglieder von uns bewerten das. Und zum Schluss wird dann gesagt, okay, ihr habt es geschafft oder ihr habt es nicht geschafft. Und wie hat sich das Rathausteam heute angestellt? Laut dem Vorstand des Dorahaufens gibt es noch Luft nach oben. Wir geben das ja mehr oder weniger vor, was sie machen sollen. Und sind halt dann, sie waren nicht textsicher, sie waren jetzt gerade beim Kochen, das hat ein bisschen gekapert. Also ja, verbesserungswürdig.
Im Endeffekt geht es heute aber weniger ums Punktesammeln oder Bestehen, sondern darum, eine lange und amüsante Tradition zu pflegen. Ja, am gumpigen Donnerstag ist für uns im Rathaus immer der Weg das Ziel. Für den Durahaufen ist das Rathaus das Ziel. Und wir versuchen natürlich für alle Beteiligten, für unsere Zuschauer, diesen Weg so lustig wie möglich zu gestalten. Am Ende hat die Narrenzunft und die Fanfarengruppe Mindelheim traditionell Einzug ins Rathaus erhalten. Ein Sieg, der natürlich gefeiert werden muss. Und gefeiert wird der Fasching noch bis Dienstag um Mitternacht. Im Allgäu gibt es dazu ein großes Angebot an Bällen, Partys und Umzügen. Die Unfälle mit E-Scootern haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Sehr oft werden dabei Menschen verletzt, die Fahrer selbst oder zum Beispiel Fußgänger, mit denen die Scooter zusammenstoßen. Eines der Themen gleich, wenn wir auf die Kurznachrichten schauen. Tooltech Solutions GmbH sucht ab sofort Bürokaufleute in Teilzeit in Rieden. Jetzt unter j.schaumann@tooltech-solutions.de bewerben. Weitere offene Stellen finden Sie unter jobs-im-allgäu.de. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen und dem Bodensee Airport Friedrichshafen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Mutzel. Jetzt neu auch ab Friedrichshafen auf die griechische Insel Perle Lefkas und das Festland Epirus. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Das wohl beste Eis des Allgäus, nach eigenen Familienrezepten. Produziert aus frischer Allgäuer Bio-Heumilch. Denn Qualität schmeckt man. Eisspezialitäten, die auf der Zunge zergehen. Von der Allgäuer Eismanufaktur in Isny. Das ist Ferdinand. Was Ferdinand nicht mag, wenn seine Frau ihn mal wieder ratlos macht. Warum haben ihre Pflanzen Augen? Warum trinkt sie ihren Kaffee nie aus? Und warum lässt sie den ganzen Tag die Puppen tanzen? Was er mag, wenn er Antworten bekommt. Wie von seiner Apotheker rund ums E-Rezept. Und dann zum Abholen vorbeischaut, weil er den kleinen Plausch so liebt. E-Rezept? Ganz einfach. Mit deiner Apotheker. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Suma Rührtechnik GmbH sucht ab sofort Zoll-Exportmitarbeiter MWD in Vollzeit in Sulzberg. Jetzt bewerben unter bewerbung@suma.de. Weitere offene Stellen finden Sie unter jobs-im-allgäu.de. Die aktuellen Nachrichten haben wir jetzt für Sie. Die Bevölkerung im Freistaat wächst und das wird sich nun wohl auch auf die nächste Bundestagswahl auswirken. Denn Bayern bekommt einen neuen Wahlkreis. Memmingen-Unterallgäu soll er heißen und sich aus Teilen der bisherigen Wahlkreise Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu zusammensetzen. Doch schon bevor der neue Wahlkreis geformt wird, gibt es mächtig Stunk darüber. CDU-Chef Friedrich Merz spricht gar von Wahlrechtsmanipulation. Er befürchtet offenbar, dass die CSU durch den Neuzuschnitt schlechter bei der Wahl abschneiden könnte und dass Claudia Roth von den Grünen den neuen Wahlkreis gewinnen könnte. Wir bleiben an dem Thema dran und schauen jetzt auf einen Brand, der sich heute Morgen im Unterallgäu ereignet hat. Brand in Zeisertshofen. Heute Mittag kam es zu einem Brand in Zeisertshofen im Landkreis Unterallgäu. Betroffen war ein landwirtschaftliches Gebäude. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand der Scheunenteil schon komplett in Flammen. Im Einsatz war die Feuerwehr aus dem Ort, aber auch die aus Mörgen und Tussenhausen.
Mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr Mindelheim konnten die Löscharbeiten aufgenommen werden, allerdings nur unter schwerem Atemschutz. 3 Rettungswagen, ein Notarzt und ein Fachberater des Technischen Hilfswerks waren vor Ort. Die Polizei Bad Wörishofen übernahm die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Sie wird vom Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen unterstützt. Die bayerische Grenzpolizei hat heute Bilanz gezogen. 2023 war viel los für die Beamtinnen und Beamten. 360 Schleuser seien festgenommen worden. Die Zahl der unerlaubten Einreisen und Schleuserdelikte sei so hoch wie nie zuvor seit der Gründung der bayerischen Grenzpolizei gewesen. Auch an den Flughäfen Nürnberg und Memmingen seien zahlreiche unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Und damit schauen wir in einen Ortsteil von Bad Hindelang, der die letzten Monate für mächtig Schlagzeilen gesorgt hat. Dutzende Bluttests in Unterjoch. Nachdem im Dezember bekannt wurde, dass an mehreren Stellen im Bad Hindelanger Ortsteil Unterjoch erhöhte Bleiwerte gemessen wurden, scheint die Sorge unter den Bürgerinnen und Bürgern noch immer groß. Über ein Dutzend von ihnen hätten ihr Blut jetzt auf erhöhte Werte testen lassen. Man muss natürlich schon auch verstehen, dass der Bürger sich Gedanken macht darüber. Und wenn er einen Wasserhahn aufmacht, dass er auch sagt, was macht denn das mit mir? Und wir sind jetzt in der glücklichen Situation, wir haben einen Kooperationsvertrag aus der Allergiezeit mit dem Lehrstuhl und Institut für Umweltmedizin an der Uni Augsburg mit der Frau Professor Treidel-Hoffmann, die ist da Lehrstuhlinhaberin und Chefärztin der Umweltmedizin, und die hat sofort gesagt, ja, also das ist typische Spezialgebiet von mir und ich biete euch an, dass wir das medizinisch in der Uni Augsburg untersuchen. Die Bluttests laufen aktuell noch. Zeitgleich ist das gemeindliche Wasserwerk, ein Ingenieurbüro und das Gesundheitsamt weiter auf Ursachensuche. Das Leitungsnetz sei bereits mehrmals gespült und beprobt worden. Außerdem werden Rohrleitungsstücke entnommen und analysiert. Neben den erhöhten Bleiwerten sind auch Wassertrübungen immer wieder Thema. Diese traten das erste Mal 2018 nach der Umstellung von Quell- auf Grundwasser auf. Und auch in der Gemeinde Betzigau im Oberallgäu gibt es beunruhigende Nachrichten zum Wasser. Bei Qualitätskontrollen wurde eine geringe Anzahl von koliformen Keimen festgestellt. Aktuell wird das Netz gespült. Bis auf Weiteres werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, ihr Wasser abzukochen. Wir schauen auf die Allgäuer Straßen. Da ist vor allem eine Gruppe Verkehrsteilnehmer besonders gefährdet. Mehr E-Scooter-Unfälle. 2020 waren es noch 13 Unfälle, 2023 sind es schon über 120. Die Zahl der Unfälle mit Elektro-Tretrollern ist im Vergleich zu denen mit Fahrrädern und E-Bikes zwar niedrig, über den schnellen Anstieg ist das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest trotzdem besorgt. Zudem würde die Tendenz der Unfälle weiter steigen. In gut 10% der Fälle seien außerdem Alkohol und Drogen involviert. Und in 95% der Unfälle sei mindestens ein Mensch verletzt worden. Das passiere unter anderem auch deswegen, weil die E-Scooter oft dort gefahren würden, wo es eigentlich verboten ist. Auf Gehwegen und in Fußgängerzonen zum Beispiel. Was die erlaubten Promillegrenzen angeht, gelten die gleichen Regeln wie beim Autofahren. Ab 0,5 Promille auf dem Scooter müssen Fahrerinnen und Fahrer mit einem Führerscheinentzug rechnen. Auch an der Kemptener Hochschule sind die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen der letzten Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Jetzt hat die Hochschule eine Entscheidung rund ums Personal treffen müssen. Stellen werden nicht nachbesetzt. Wie die Hochschule in Kempten bekannt gibt, sei es zuletzt zu deutlich gestiegenen Personalausgaben gekommen. Als Grund dafür gibt die Hochschule Tariferhöhungen und Inflationsausgleichszahlungen an. Diese sollen kompensiert werden, deshalb wird ein Teil der frei werdenden Stellen vorerst nicht automatisch nachbesetzt. Niemandem soll jedoch gekündigt werden und es gelte auch kein genereller Einstellungsstopp. Über 500 Mitarbeitende werden direkt vom Freistaat bezahlt. Diese Stellen würden auch weiterhin immer voll besetzt werden. Es gäbe jedoch über 100 Arbeitsplätze, die die Hochschule aus dem eigenen Budget bezahlt. Wenn jemand von diesen Menschen kündige oder in Rente gehe, solle erst genau geprüft werden, ob die Stelle nachbesetzt werden muss oder nicht. Der Eurovision Song Contest, für viele Musiker ein Traum. Für einen Allgäuer ist dieser Traum jetzt geplatzt. Unterallgäuer fliegt raus. Die Castingshow Ich will zum ESC ist der Vorentscheid, um herauszufinden, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest geht.
Auch der Unterallgäuer Christos Georgiadis hat es in der Vorabsendung versucht, doch ist nach der dritten Folge nun rausgeflogen. Er zeigt sich daraufhin enttäuscht. Die Begründung, dass er nicht den nötigen Fokus habe, verstehe er nicht. Er hätte sich angestrengt und die Musik in seinem Leben in letzter Zeit stark priorisiert. Er sei aber auch keine Maschine, so sagt er. Trotzdem freue er sich über die Kontakte, die er knüpfen durfte. Seinen musikalischen Traum will er weiter verfolgen, aber auch an seiner Ausbildung zum Erzieher festhalten. Zum Wetter. Es ist und bleibt recht ungemütlich und daran ändert sich vorerst auch nicht viel. Heute Nacht sind wohl keine Sterne am Allgäuer Nachthimmel zu sehen. Im Ostallgäu kann es teils zu Nebel kommen, sonst stehen überall die Wolken am Himmel. Die Temperaturen bewegen sich oberhalb des Gefrierpunktes zwischen 4 und 6 Grad. Morgen starten wir ganz ähnlich in den Tag. Die Wolken und der Nebel bleiben uns erhalten. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad. Am wärmsten wird es im Oberallgäu. Der Freitag bleibt ein trüber Tag, auch nachmittags Wolken, Nebel und Temperaturwerte im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch auf den Berggipfeln kommt man nicht an den Wolken vorbei. Von Jungholz bis Polsterlang ein wolkenverhangener Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. Der Blick aufs Wochenende zeigt, dass wir es uns am besten drinnen gemütlich machen sollten. Samstag trocken und bis 14 Grad, am Sonntag teils Regen bei niedrigen positiven Werten. Aber womöglich zeigt die Sonne ab nächste Woche dann mal wieder ihr Gesicht. Am Montag jedenfalls sind bis zu 7 Grad und einige sonnige Abschnitte vorhergesagt. Ein Ratsch über den Gartenzaun, hier und da eine kleine Hilfe oder auch nur ein nettes Wort. Veronika Rist-Grundner ist in ihrem Heimatort Fronten-Riebichel seit Jahren aktiv in der Nachbarschaftshilfe. Ehrenamtlich, versteht sich. Für ihr jahrelanges Engagement sollte sie ausgezeichnet werden mit der höchsten Ehrung, die die Bundesrepublik vorsieht, dem Bundesverdienstkreuz, und hat abgelehnt. Boris Weltermann hat sie erzählt, warum. Sie bringen sich weit über das übliche Maß hinaus für unser Land ein, insbesondere als Initiatorin und Mitgestalterin wichtiger Initiativen für Familien, die in besonderen Notlagen besondere Hilfe brauchen, haben Sie einen nachhaltigen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit geleistet. Unvergessen ist Ihr Engagement als Vorsitzende der Nachbarschaftlichen Unterstützung und Zeitversorge e.V., von 2008 bis 2020. Herzlichen Dank dafür. Den Brief vom Ministerpräsidenten hat Veronika Rist-Grundner noch. Die damit verbundene Ehrung allerdings, das Bundesverdienstkreuz, hat sie ausgeschlagen. Geehrt werden sollte sie für ihr Engagement im Verein für nachbarschaftliche Unterstützung. Aber Unterstützung für den Verein gab es von öffentlicher Seite wenig. Wir haben Kosten, regelmäßige Kosten, und hatten Corona-Hilfe beantragt und auch bekommen, aber im Nachhinein mussten wir diese ganze Corona-Hilfe zurückzahlen. Das Geld dafür kam aus den Rücklagen, die die Ehrenamtlichen gebildet hatten. Für jede freiwillige Stunde wurden 10 Euro für die Zeit gespart, in der die Helfer selbst Hilfe brauchen. Diese Rücklagen waren eine Art Generationenvertrag. Zuerst leisten wir ehrenamtliche Arbeit und sichern die ab. Das ist unsere eigene Altersvorsorge. Die zusätzliche. Das ist die Würdigung vom bürgerschaftlichen Engagement, und das wird dann wegrationalisiert. Das wird hergenommen, um Corona-Hilfen zurückzuzahlen, weil Ehrenamtliche brauchen ja eh kein Geld. Oder ich habe es einfach nicht verstanden. Auch sonst würden Ehrenamtliche vom Staat nicht gerade auf Händen getragen. Veronika Rist-Grundner merkt das allein schon an der vielen Bürokratie, die mehr bremst als unterstützt. Ein ganz deutliches Beispiel war, da haben wir gefunden, das, was wir machen, ist eigentlich das, was auch in der Pflegekasse verankert ist, als niedrigschwellige Unterstützungsleistung. Und da haben wir eben einen Antrag gestellt, damals noch beim Zentrum Bayern für Familie und Soziales, und haben gesagt, gebt uns doch dem Verein Nutz die Berechtigung, dass wir mit der Kasse diese 125 Euro Unterstützungsbeitrag abrechnen können. Da wäre uns sehr viel geholfen. Und dann haben die uns geschrieben, ja, das ist ja gut und recht, was ihr macht, aber
Um anerkannt zu werden von der Kasse, müsst ihr eine 40-Stunden-Schulung machen. Und da mussten alle querbeet, die viel praktische Erfahrung machen, einfach eine Schulung nachholen. Nur, es ging nur um das Papier, es ging nicht um die Inhalte. All das ist mir wieder in den Sinn gekommen, wie das Bundesverdienstkreuz da reingeschneidet hat. Naja, der Bundespräsident ist recht und sowas, aber es ist nicht eine Würdigung, die mich jetzt besonders beglückt hätte. Und außerdem habe ich mir gedacht, oh Gott, da muss ich nach München fahren, was ziehe ich denn da an? Veronika Rist-Grundner ist nach wie vor in der Nachbarschaftshilfe aktiv. Ein Einkauf, die Reparatur eines Zaunes oder einfach nur ein Ratsch auf der Straße. Die kleinen Dinge des Alltags sind es, die wichtig sind und die ohne Menschen wie sie und viele andere nicht passieren würden. Mit der Ablehnung des Bundesverdienstkreuzes hat sie vielleicht mehr erreicht, als wenn sie es angenommen hätte. Viele Leute auf der Straße haben mich angesprochen und haben gesagt, du sprichst mir aus der Seele, mir geht's genauso. Und das ist, was ich wollte, dass ich den Menschen, die Tag für Tag einfach leisten, die nicht mit großen Traktoren protestieren können, ich wollte die sehen oder dass die gesehen werden, den Blick auf die hinrichten, die unbändig viel leisten. Sherlock Holmes, Miss Marple, Hercule Poirot oder auch Columbo und Kommissar Rex, alles berühmte Detektive. Dazu kommen noch die Kids-Detektive, wie die drei Fragezeichen oder moderner die drei Ausrufezeichen, Kalle Blomqvist oder auch Balduin Pfiff. Detektivgeschichten sind ein Dauerbrenner. Oberstaufen übersetzt das jetzt in einen Erlebniswanderweg, den wir gleich mal testen wollen. Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihnen alles schwerfällt? Dann nehmen Sie doch Knobi Vital, den Knoblauchtrunk für einen gesunden Blutdruck und zur ganzheitlichen Stärkung des Immunsystems. Jetzt neu mit Rote Beete und schwarzer Johannisbeere. Naturkompetenz mit dem Dreifachplus durch das darin enthaltene Kalium, Eisen und Vitamin C. Genießen Sie für einen gesunden Blutdruck auch die anderen Knobi Vital-Sorten. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Mein Bär gibt Gas. Flüssiggas ist die lagerfähige und unabhängige Alternative zum leitungsgebundenen Erdgas. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler, bärenstarke Energie. Bestes Frühstück? Im Bett. Bestes Büro? Im Bett. Am besten streiten? Im Bett. Am besten versöhnen? Im Bett. Bestes Versteck? Im Bett. Bestes Bett? Lima-Betten. Ihr Bettenhaus im Allgäu. Mein Bär, vor Ort für Sie da. Kessler, bärenstarke Energie. Fechtig Raumlufttechnik GmbH sucht ab sofort kaufmännische Angestellte für Kalkulation, Abrechnung, MWD in Vollzeit in Obergünzburg. Jetzt unter info@fechtig-rlt.de bewerben. Weitere offene Stellen finden Sie unter jobs-im-allgäu.de. Feuchte Kellerwände, Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinahl.de. Das ist Ferdinand. Was Ferdinand nicht mag, wenn seine Frau ihn mal wieder ratlos macht. Warum haben ihre Pflanzen Augen? Warum trinkt sie ihren Kaffee nie aus? Und warum lässt sie den ganzen Tag die Puppen tanzen? Was er mag, wenn er Antworten bekommt. Wie von seiner Apotheke rund ums E-Rezept. Und dann zum Abholen vorbeischaut, weil er den kleinen Plausch so liebt. E-Rezept? Ganz einfach. Mit deiner Apotheke. Möbel, Wohnkonzepte und hochwertige Markenküchen mit aktuellster Ausstattung. Lassen Sie sich inspirieren. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Delta Möbel, Ihr Möbelhaus mit Persönlichkeit in Leutkirch im Allgäu und Bubesheim. Musik.
TKKG oder auch die drei Fragezeichen sind generationsübergreifend ein Hit. Detektivgeschichten werden wohl nie aufhören, Kinder in ihren Bann zu ziehen. Selbst mit Rätseln und Spannung bis zum Schluss. In Oberstaufen sollen Kinder jetzt aber noch aktiver Rätsel lösen, als das früher der Fall war. Denn vor einem halben Jahr hat dort am Imberg der Mountains-Wanderweg eröffnet. Einer von zwei Themenwegen, der auf den Detektivgeschichten eines Autors aus der Schweiz basiert. Was hinter dem Konzept steckt und ob die Wege auch im Winter einen Besuch wert sind, haben wir uns angesehen. Ein digitales Feuerwerk, Jubel und die Gewissheit, den Fall gelöst zu haben. Das steht am Ende des Mountains-Detektiv-Wanderwegs an der Oberstaufener Hündlebahn. Davor gilt es, 20 Stationen, die quer im Hündle verteilt sind, zu meistern. Es ist einer von insgesamt zwei Mountains-Wegen in der Oberallgäuer Gemeinde, die auf den gleichnamigen Kinderbüchern basiert. Der zweite befindet sich am Imberg. Einen dritten gibt es dann auch in der Schweiz zu finden. Von dort kommt auch die Inspiration für Oberstaufen. Und dann bin ich mit unseren Bergbahnchefs vom Hündle und vom Imberg einfach mal dahin gefahren und wir haben uns das mal angeschaut und haben gesagt, hey, das ist irgendwie cool und wir glauben, dass wir es sogar noch ein bisschen cooler hinbekommen. Und dann haben wir uns einfach mit den drei Herren, die die Mountains eben nicht nur geschrieben haben, sondern auch schon diesen anderen Mountainsweg zum Erlebnis gemacht haben am Pizol und mit jemandem, der diese ganzen Lizenzen verwaltet und so weiter, einfach mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was habt ihr für Vorstellungen? Was brauchen wir in Oberstaufen? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir diese Erlebnisse insbesondere für Familien und Kinder tatsächlich zum Leben erwecken? In allererster Linie braucht es dafür die Mitarbeit des Schweizer Autors Marcel Naas, dem Schöpfer der Mountains. Die beiden Geschichten, die am Hündle und dem Imberg spielen, wurden extra für Oberstaufen geschrieben. Die Wanderwege bedeuten aber nicht nur für den Autor viel Arbeit, sondern auch für das Bergbahnpersonal, das deshalb von den Wegen auch erstmal nicht wirklich begeistert war. Man muss schon zugeben, dass manche Mitarbeiter bei den Bergbahnen erst so ein bisschen skeptisch waren. Oh, jetzt haben wir irgendwie die Station, die sie ja dann selber auch mal betreuen, gucken, ob noch alles da ist, ob noch alles funktioniert und so. Da waren sie am Anfang erst so ein bisschen skeptisch. Und jetzt sind selbst die Mitarbeiter der Bergbahn total on fire. Also die lieben diese Detektivwege, weil sie so viele begeisterte Gesichter sehen. Von Frühjahr bis in den Herbst hinein sind die Themenwege ein beliebtes Ausflugsziel. Jetzt im Winter befinden sich beide allerdings im Winterschlaf, selbst wenn kein Schnee liegt. Sollte das momentane Grün aber anhalten, wird man zumindest am Hündle wohl früher in die Saison starten. Dann sind wir relativ schnell in der Lage, mit den Kollegen an der Hündlebahn tatsächlich den Mountainsweg zu reaktivieren, früher als wir es vielleicht erst zum Frühjahr machen würden. Da ist es relativ unkritisch, sodass man dann eben auch da die Möglichkeit hätte, dieses Erlebnis dann jetzt auch früher als geplant wieder einzusetzen und zu erleben. Am Imberg ist es ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich die Holzkisten, die Schatzkisten wirklich deinstallieren müssen und natürlich auch die Murmelbahnen, die würden sonst zu sehr leiden. Die nächsten zwei Wochen sollen eine Entscheidung darüber bringen, ob einer oder sogar beide Wege früher zugänglich gemacht werden. Unklar ist aktuell, ob es in Zukunft bei diesen beiden bleiben wird. Denn der Wunsch, sich zu vergrößern, wäre definitiv vorhanden. Wir würden gerne weitere Mountains-Angebote bei uns in Oberstaufen schaffen, weil wir im Moment auch noch die Exklusivrechte haben, hier eben diese Erlebnisse umsetzen zu können. Jetzt hatten wir aber schon in zwei Jahren zwei Wege eröffnet. Eigentlich haben wir gesagt, wir machen den ersten Weg und in zwei oder drei Jahren machen wir den zweiten Weg. Und jetzt haben wir in zwei Jahren zwei Wege geschaffen und das kostet natürlich auch ein bisschen Geld in der Investition. Deswegen überlegen wir jetzt nochmal, wir überlegen auch, ob wir vielleicht einen Escape Room irgendwo schaffen. Der mögliche Mountains Escape Room ist aktuell aber nur eine lose Idee und nicht konkret. In den kommenden 3 bis 5 Jahren werden mehrere neue, aber vor allem kleinere Angebote rund um die fiktive Detektivgruppe hinzukommen. Erstmal sollen sich aber die beiden vorhandenen Wanderwege komplett bei den Besucherinnen und Besuchern etablieren. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Morgen sind wir wieder hier mit den Allgäu-TV-Nachrichten.